Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie sehr willkommen heißen hier in der Zentralen Landesbibliothek in Berlin. Das House of One lädt ein. Und zwar, wie Sie hier auch sehen können, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Heute ist Michael Blume bei uns zu Gast. Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Und, wie wir auch alle wissen, Autor von vielen Publikationen, unter anderem gleichnamigen Titel, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Herzlich willkommen bei uns. An meiner Seite ist Imam Osman Öz vom House of One. Ich bin Esther Hirsch, ebenfalls Referentin vom House of One. Und was uns natürlich heute hier alle die letzten Tage schon beschäftigt hat und noch weiter beschäftigen wird, ist natürlich, sind die Schlagzeilen des Tages. Wir haben gedacht, dass es nach Hanau und Halle und dem Karneval in Aalst eigentlich das Thema ist, was uns zunehmend beschäftigen wird. Aber der Coronavirus tut noch das Seinige dazu, und zwar nicht nur im Krankheitsfalle, sondern leider auch ist er ein Anlass für neue Verschwörungstheorien. Worüber müssen wir uns da Gedanken machen? Ja, immer dann, wenn Dinge auftreten, die die Menschen nicht deuten können. Das können sehr schöne Dinge sein, aber natürlich auch schreckliche Dinge. Wirtschaftskrisen, Kriege, aber natürlich auch zum Beispiel eine Pandemie. Dann tendieren Menschen dazu, dann wollen Menschen das deuten. Und sie können es dann positiv deuten, dass sie sagen, das ist eine Prüfung Gottes, jetzt sollen wir besonders lieb sein zueinander, wir sollen uns unterstützen, wir sollen füreinander da sein, wir sollen vernünftig sein. Aber Antisemiten interpretieren das natürlich negativ. Die sagen, das ist jetzt der Plan der Juden und der Amerikaner, die ganze Menschheit zu dezimieren. Ivo Sasek zum Beispiel, ein Schweizer Antisemit, ein Sektenführer, spricht davon, dass die Menschheit auf 500 Millionen Menschen reduziert werden soll, andere sagen ein paar Milliarden. Und ich habe zum ersten Mal schon im Januar darüber gebloggt, kann man nachschauen, dass ich gesagt habe, Vorsicht, das kommt wieder. Es ist jedes Mal so gewesen, in der Geschichte hatten wir zum Beispiel die sogenannten Pestpogrome, wo es dann Übergriffe gegeben hat. Ich glaube, diesmal wird es nicht so schlimm, wir sind weiter. Aber ich warne, stelle mich hin, auch in die Öffentlichkeit und rufe die Sicherheitsbehörden auf, da wachsam zu sein. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nach Berlin gekommen bin. Der Flughafen war schon halb leer und gerade hat man mir gesagt, dass auch die Einrichtung nach unserer Veranstaltung schließt. Aber ich habe mir gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen wichtigeren Tag, wo man sagen kann, jetzt kommt es darauf an, dass auch die Religionen zusammenhalten und dass alle Menschen guten Willens gerade jetzt das Hirn einschalten und nicht irgendwelchen Verschwörungsverkündern nachlaufen, die auf so ein Thema leider nur gewartet haben. Die nutzen jedes Thema, auch das jedes Thema, was die Menschen bewegt, um ihre Angst zu verbreiten. Und Ivo Sasek oder zum Beispiel der YouTuber Mastak sind da leider gerade ganz gefährlich auch unterwegs. Und da rufe ich die Menschen auf, auch am Bildschirm, Hirn anschalten, diesen Leuten nicht alles glauben. Gerade jetzt ist es eine Sache, wo man überlegen sollte, was man tut und sich nicht zu Hass aufstacheln. Jetzt entscheidet sich ein bisschen, was man da im Herzen trägt. Aber eigentlich ist es ja so, dass die wirklich schwerwiegenden Vorfälle der letzten Zeit, die Anschläge in Hanau und in Halle waren. Wie erleben Sie als Antisemitismusbeauftragter momentan gerade die Bewegung in Deutschland? Ist ja unsere Demokratie in Gefahr? Ja, Demokratien sind gerade weltweit in Gefahr. Ich meine, das Buch, zu dem Sie mich eingeladen haben, war bisher der Titel Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Und am Anfang, als das rauskam, haben mir Leute noch gesagt, Michael, das ist übertrieben. Ja? Antisemitismus, das ist Judenfeindlichkeit, da geht es um ein paar tausend Leute, mehr ist das nicht. Und ich hatte gesagt, doch, Antisemitismus, das ist ja ein Verschwörungsglaube. Antisemiten glauben das immer auch, aber niemals nur Jüdinnen und Juden Teil der Verschwörung sind. Die beschuldigen auch Ärzte, die beschuldigen demokratische Parteien, die beschuldigen Muslime, die beschuldigen Roma und Sinti.
Also in der Wahnwelt der Antisemiten, Homosexuelle, Frauen sind alle Gruppen, mit denen sie ein Problem haben, Teil der Weltverschwörung. Und deswegen bedroht der Antisemitismus uns alle. Ich habe den selber sehr stark erlebt, als ich ein humanitäres Projekt im Irak geleitet habe. Da bin ich ganz stark drauf gestoßen und da gibt es gar keine jüdischen Gemeinden mehr. Das jüdische Leben aus dem Irak wurde vertrieben ab 1941, die sogenannten Farhud-Pogrome, also auch schon lange vor der Staatsgründung von Israel, die letzten paar tausend unter Saddam Hussein. Es gibt heute keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak, aber der Antisemitismus ist da und richtete sich zum Beispiel gegen die Jesiden. Und dann stand ich da wieder an Massengräbern. Und da hat man wieder gesagt, das ist eine Gruppe, die sind mit dem Teufel oder mit den Juden verbündet, die müssen wir töten. Das war IS-Ideologie. Und deswegen klare Ansage, Antisemitismus bedroht immer auch, aber niemals nur Jüdinnen und Juden. Und deswegen sind wir alle gut beraten, uns dem gemeinsam entgegenzustellen und sich da nicht auseinanderdividieren zu lassen. Wir hatten ja gerade den Integrationsgipfel in Deutschland und Frau Wittmann-Mautz hat gesagt, Rechtsextremismus ist derzeit die größte Gefahr in unserem Land. Ist dem so? Es ist regional unterschiedlich, also wenn wir uns auch die europäischen oder die globalen Daten anschauen, dann haben wir zum Beispiel in Deutschland haben wir eine starke Dominanz Rechtsextremismus, wir haben aber auch islamischen oder genauer gesagt arabischen, osteuropäischen Antisemitismus. In Spanien zum Beispiel, Großbritannien, ist immer noch linker Antisemitismus sehr stark, Polen, da ist es katholisch, da wird selbst der Papst wird da beschuldigt, Teil der jüdischen Weltverschwörung zu sein, also sozusagen extremst katholisch oder schon wieder fast anti. Also das heißt, der Antisemitismus an sich ist ein globales Phänomen, das sich durch das Internet jetzt auch gerade nochmal massiv ausbreitet. Die Leute, die eine Verschwörergruppe suchen, die jemanden beschuldigen wollen, die landen nicht bei der Weltverschwörung der Brasilianer oder der Quäker oder so, sondern die landen im alten Antisemitismus. Und das prägt sich dann jeweils so aus und ich würde also sagen, ja, wir werden rechtsextremen, aber auch religiösen Antisemitismus in den nächsten Jahren erleben. Muslimisch, aber auch zum Beispiel dieser Ivo Sasek, von dem ich erzählt habe, das kann sich jeder anschauen, das ist zum Beispiel, der gibt sich aus als Christ, christlicher Antisemitismus und spricht davon, dass man zurückschlagen solle. Und da mache ich mir dann schon Sorgen und rufe auch die Freundinnen und Freunde in der Schweiz auf, also wenn ich dort Polizeichef wäre, würde ich mit dem Herrn ein Sicherheitsgespräch führen. Gerade in so aufgeregten Zeiten sind solche Predigten unverantwortlich. Sie haben es selber gerade gesagt, der Untertitel Ihres Buches ist, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Da sind wir bei den neuen Medien. Was ist heute, wir haben die sozialen Medien, wir haben das Internet. Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Also was wir beim House of One, was das House of One natürlich so eigen macht, ist, dass wir mittlerweile seit gut 10 Jahren interreligiös unterwegs sind, Juden, Christen und Muslime. Und ich glaube, alleine, das Haus steht zwar noch nicht, aber alleine dieser Weg ist schon etwas Besonderes und es ist wert, auch gemeinsam zu gehen. Und auch in schwierigen Zeiten insbesondere dann auch zusammenzustehen. Das Haus wollen wir natürlich bauen auf der einen Seite, aber gleichzeitig haben wir auch uns so zum Ziel gesetzt. Denn das Haus wird einen Raum hier in Berlin füllen oder auch einen Raum bieten, wo sich Menschen auch begegnen, austauschen können und so weiter. Aber gleichzeitig sind wir uns auch bewusst des digitalen Raums. Der digitale Raum, da muss auch irgendetwas gebaut werden, der muss auch gefüllt werden. Insbesondere merken wir natürlich in den vergangenen Jahren, dass ganz viele negative Narrative, wenn man sie so nennen mag, unsere Gesellschaft, unser Miteinander auch irgendwo vergiften. Und denen kann man oder sollte man, denke ich, auch positive Narrative insbesondere entgegensetzen. Und das versuchen wir auch natürlich mit dem House of One. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass die neuen sozialen Medien auch etwas ein sensibles Thema sind und womit Menschen nicht gleich wirklich vernünftig umgehen. Sehr emotional und geladen ist die Debatte. Und das führt dann auch manchmal dazu, dass man wirklich Abstand nehmen möchte. Also ich hatte gestern noch so selber, ehrlich gesagt, auch das Gefühl, als ich über Facebook dann gerollt bin, über meine Seite, irgendwann habe ich mir gesagt, also so viel Negativität, das belastet einen. Sie selbst, und da jetzt meine Frage an Sie,
haben auch wieder vor einigen Monaten, ich glaube Ende Oktober letzten Jahres, gesagt, also mir wird das auch ein bisschen zu viel auf der einen Seite und es wird nicht verantwortungsvoll umgegangen mit den sozialen Medien und haben ein bisschen Abstand genommen von Facebook, von Twitter etc. Was war der Grund dieses Abstandnehmens und worauf wollten Sie eigentlich, ich würde sagen, aufmerksam machen? Ja, das ist irgendwie die Tragik, gerade als Wissenschaftler, dass man offensichtlich immer ein paar Monate voraus die Dinge sozusagen sieht, aber dann trotzdem natürlich nicht verhindern kann. Es war so, also ich will so anfangen, Drohungen bin ich gewöhnt. Also seit 2011 habe ich auf Nürnberg 2.0 auf so einer rechtsextremen Todesliste einen eigenen Eintrag, dort wo auch der Walter Lübcke gestanden ist, für diese Rassisten, Antisemiten und zwar ganz egal ob rechts oder islamistisch, teilweise auch pseudo-links. Ich bin nicht der Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, der Jesiden gerettet hat und jetzt mit den Juden arbeitet. Also die drehen da völlig durch. Ich habe also meine eigene Anhängerschaft an Verschwörungsgläubigen, die da sozusagen dann auch immer übergriffiger geworden sind und die da, also da schon abgedreht sind vor Jahren. Und ich habe meiner Familie immer gesagt, in Deutschland passiert ja nichts. Im Irak habe ich keine Angst gehabt, dann fange ich nicht in Baden-Württemberg damit an. Aber natürlich ist es seit Walter Lübcke, müssen wir sagen, diese Gewalt ist auch in Deutschland. Es ist eben nicht so, dass Hanau, da hat man ja noch gesagt, Alarmzeichen oder ähnliches. Ja, was denn noch? Ja, also wie viele Alarmzeichen braucht es noch? Es sind nicht mehr Alarmzeichen. Die Gewalt ist da, die antisemitische, auch antimuslimische, rassistische Gewalt. Hanau, der davon geträumt hat, von Israel bis zu den Philippinen ganze Völker auszurotten, und das sozusagen dieser Hass in den digitalen Medien, das habe ich analysiert und beschrieben und immer wieder gesagt, Leute, Vorsicht, ja, Buch geschrieben, Interviews gegeben, immer wieder gesagt, Leute, diese digitale Radikalisierung kommt. Bericht im Landtag, ich habe dem Landtag von Baden-Württemberg Bericht gegeben, habe gesagt, Leute, digitale Radikalisierung, wir müssen schützen, es wird was passieren. Das war angesetzt am 15. Oktober, sollte es im Landtag beraten werden, und am 9. Oktober war der Anschlag von Halle. Für mich persönlich war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige selber aus, als Facebook auch noch angekündigt hat, Breitbart-News aufzunehmen in den Newsroom. Das heißt, Facebook nimmt Nachrichten von einem rassistischen, von einer Fake-News-Schleuder auf, die auch über Flüchtlinge in Deutschland Lügen verbreitet hat, dass die Kirchen anzünden würden und so weiter. Und die nehmen die nicht nur in den Newsroom auf, sondern beteiligen Breitbart auch noch an den Gewinnen. Breitbart wird von Facebook bezahlt. Und da wurde es für mich, das war Ende Oktober, eine Gewissensfrage, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht immer nur analysieren, ich muss da auch reagieren. Und ich habe damals Facebook geschlossen und habe Instagram und Twitter pausiert. Jetzt Twitter wegen Corona, habe ich jetzt gesagt, gut, okay, ich gehe wieder rein, ich versuche aufzuklären. Aber habe eben auch darum gebeten, dass wir zum Beispiel diesen Stream hier auch auf YouTube zur Verfügung stellen, weil ich eben glaube, tatsächlich, genau wie Sie gesagt haben, wir werden auch weiterhin so viel Hass und so viel spezialisierten Hass auch erleben, dass wir auch gute Inhalte dagegen stellen sollten. Was ich aber auch ganz klar sagen will, auch Ihnen und auch allen, die uns vielleicht zuschauen, nicht die Trolle füttern, nicht diese Leute noch durch Aufmerksamkeit belohnen, die leben davon, das ist deren, mit jeder Antwort und mit jedem, die versuchen ja ihren Hass immer weiter zu verbreiten und die wollen nicht wirklich diskutieren und die wollen auch nicht zuhören, sondern blocken, konsequent dicht machen, gegen aufklären, aber nicht sich verwickeln lassen. Ein Grund eben, House of One ist ja selber sehr stark angegriffen worden, immer wieder auch. Und ich will einfach mal allen, das kann jeder, der am Bildschirm ist, kann das mal überprüfen, man möge mal nur anschauen, Kemal Atatürk wird beschuldigt inzwischen, und zwar in führenden türkischen und deutsch-türkischen Medien, dass er ein heimlicher Jude, ein Dönmen wäre. Ja? Kann man einfach mal googeln, macht man sich ein paar Screenshots in deutsch-türkischen Medien, heute in unserer Zeit, dass sogar der Gründer der türkischen Republik ein heimlicher Jude gewesen wäre, ein Dönme. Und das findet sich nicht nur in Türkisch, sondern auch in Deutsch. Und da muss ich sagen, also inzwischen kann jeder und jede Person beschimpft und beschuldigt werden. Und wir müssen da eigentlich mal wieder den
die Bremse reinkriegen und sagen, das geht so nicht. So funktioniert eine demokratische Gesellschaft funktioniert nicht, wenn wir uns alle gegenseitig als Verschwörer beschimpfen. Wir müssen da wieder auf einen ordentlichen Standard. Sie sagen gerade, dass das einen ganz anderen Weg genommen hat. Seit Erfindung quasi des Internets, also seit die sozialen Medien so präsent sind, hat sich der Antisemitismus verschärft, verschnellert? Welcher Unterschied ist da zur Vorjahre? Also es ist so, dass das tatsächlich immer wieder der Fall war, wenn neue Medien aufgetreten sind. Also als der Buchdruck aufgekommen ist beispielsweise. Ja, da haben wir den Hexenhammer 1486, wo Frauen vorgeworfen wird, dass sie sich mit den Juden und den Teufeln verbünden und den Hexen Sabbat begehen. Das ist auch interessant. Also da wird Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus werden kombiniert im Vorwurf des Hexensabbats. Und wir haben praktisch keine Hexenverfolgung im 11., 12., 13. Jahrhundert, sondern die hohe Zeit der Hexenverfolgung war zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert. Wir haben das Täuferreich von Münster, wir haben den 30-jährigen Krieg und wir haben zum Beispiel bei Martin Luther sogar beides. Also auf der einen Seite am Anfang diese sehr positive Tendenz und auch gegenüber Juden, Jesus selber sei Jude gewesen und dann am Schluss schlägt es bei ihm um in einen Antisemitismus, wieder die Juden und ihre Lügen, Shem Hamforash, übelstes Zeug, noch sein letzter Brief an seine Frau, wo er sagt, er ist durch ein Dorf gereist und die Juden hätten ihn angeblasen, er hatte einen Herzinfarkt nach heutiger Kenntnis. Also der große Reformer stirbt auf den Tod als Antisemit. In Spanien wird dort zum ersten Mal der Vorwurf der falschen Raza erhoben. Da kommt der Begriff Rassismus her. Und zwar richtet er sich gegen die Juden und Muslime, die sich haben taufen lassen. Die also nach dem Untergang des andalusischen Kalifats hatten die Leute nur die Möglichkeit, ob sie entweder fliehen, also auswandern, viele übrigens ins Osmanische Reich damals, oder sich taufen lassen. Und gegen die Getauften wird jetzt der Vorwurf erhöht, ja, okay, das sind jetzt vielleicht getaufte Christen, aber die haben die falsche Blutlinie, die haben die falsche Raza, von Ras, Kopf, Herkunft, im Hebräischen Rosh, ja, wie Rosh Hashanah, Kopf des Jahres. Und da taucht zum Beispiel der Vorwurf auch bei den Kindern Sems, wirkt die Taufe nicht. Jetzt entsteht der Rassismus, der schon lange vor der Biologie. So, und dann 20. Jahrhundert vom Radio und Film. Und wieder haben wir die gleiche. Wir haben wieder auf der einen Seite tolle, großartige Dinge, die entstehen, aber auf der anderen Seite nutzen es in den USA zum Beispiel Rassisten, bauen damit den Kuckucksplan wieder auf, mit einem Kinofilm, Birth of a Nation 1916. Und in Deutschland nutzen es die Nationalsozialisten. Radio und Film war ihr Mittel, um die Demokratie zu zerstören. Radio als Volksempfänger, Filme wie Jud Süß zum Beispiel. Und jetzt haben wir eben das Internet. Das heißt also, man braucht da jetzt gar nicht Prophet sozusagen sein, sondern da reicht es einfach auf die Geschichte zu sehen und zu sehen, das passiert derzeit wieder. Auf der einen Seite großartige Effekte und ich liebe das Internet, ich bin Wissenschaftsblogger und bin wirklich, das Internet hat großartige Möglichkeiten. Aber genauso wie Buchdruck und elektronische Medien hat es eben auch diese gefährliche Unterseite. Und das ist die Situation, in der wir heute stehen. Heißt das, wir müssen erst damit lernen, umzugehen? Wie lange geben Sie dem, dass wir damit besser umgehen können, dass wir das vielleicht in passende Gesetze legen müssen? Was muss da unternommen werden, damit sich das nicht so ausbreitet? Vielleicht ergänzend dazu auch eine Erfahrung, also wie ist es vielleicht auch in, was muss in der Bildungsarbeit auch getan werden, weil man merkt, man erfährt ja auch tagtäglich, wie ganz schon in Grundschulen und so weiter Schülerinnen und Schüler auch durch falschen Umgang mit diesen sozialen Medien, es findet Mobbing statt, es findet Diskriminierung statt und. Also das bis hin so weit führen kann, dass zum Selbstmord einige oder dass man sich das Leben nehmen möchte. Also so weit kann es sogar gehen unter Jugendlichen. Also da auch ein verantwortungsvoller Umgang und wie muss da auch in der Bildung das mitgenommen werden. Ja, also ich bin natürlich sehr viel an Schulen. Also ein Großteil meiner Veranstaltungen sind an Schulen und ich Dutzende in Baden-Württemberg für Schulveranstaltungen, Workshops und. Aber ich war bewusst auch zum Beispiel mal in Schleswig-Holstein oder auch mal in Sachsen in der Schule, wollte auch gucken, wie ist das anderswo in Deutschland. Ich habe Hoffnung. Also es ist schon so, auch gerade die jüngere Generation, bei dem ist zum Beispiel Facebook schon durch. Ja, also das ist
dass die Jüngeren sind nicht mehr auf Facebook und die merken das mit dem Hass selber. Und Themen wie Cybermobbing oder dass Kinderpornografie, Antisemitismus, Rassismus in WhatsApp-Gruppen geteilt wird, das passiert sehr häufig, aber die jungen Leute diskutieren auch drüber. Was ich mir noch wünschen würde, wäre da mehr von YouTubern, dass die also damit auch als Vorbilder wirken. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, der Lernprozess ist heute viel schneller, als er damals beim Buchdruck war. Ich würde also sagen, wir kriegen das hin, es werden halt ein paar richtig heftige Jahre. Und wenn man jetzt dann sagen Bildung, dann ist natürlich die Frage, wer macht das? Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass eher die Kinder den Lehrern erklären müssen, was gerade angesagt ist. Mein Sohn erklärt mir, wie Twitch funktioniert und nicht andersrum. Ja, obwohl ich wirklich ein Nerd bin, von klein auf gewesen bin und schon am C64 rumgeschraubt habe, sind die Entwicklungen heute so schnell, dass wenn wir gerade auf Twitter sind, die Jungen schon wieder eine Stufe weiter. Das heißt, es ist ja also ja nicht so, dass wir sagen können, das Internet, sondern es entstehen ständig neue Anwendungen. Ja? Und großartige Netflix oder eben auch schlimme. Oder teilweise werden zum Beispiel Gaming-Plattformen wie Discord benutzt, WhatsApp wird benutzt. Das heißt, es ist ein Lernprozess. Und diesen Lernprozess, durch den müssen wir gemeinsam gehen. Das tun wir gerade hier aber auch. Und deswegen ist meine Meinung schon, ja, es wird heftig, ja, es wird auch noch weiterhin Gewalt geben. Ich muss davor warnen, das ist auch meine Aufgabe. Aber ich glaube, diesmal kriegen wir es hin. Auch weil es Menschen gibt, wie Sie, die einfach jetzt sagen, wir stellen uns in den Shitstorm und wir halten zusammen. Die gibt es in Berlin und die gibt es in Bochum und die gibt es in Stuttgart und Cannstatt und Bruchsal. Und dann sage ich mal, diesmal werden die Antisemiten es nicht schaffen. Sie werden noch ein paar Jahre haben, aber diesmal kriegen wir das hin. Was können wir dem entgegensetzen, außer den Shitstorm auszuhalten? Was können wir praktisch noch entgegensetzen? Also das, was wir gerade machen, miteinander sprechen, aufeinander zugehen, lesen, verrückt, ist ein irres Medium, es ist langsam, man kann reflektieren. Ja. Ich glaube, wir werden das Lesen wieder entdecken müssen, dass wir sozusagen, ich mache das bei meinen Studierenden an dem KIT in Karlsruhe, also am Karlsruhe Institut für Technologie, Medienethik, angehende Journalistinnen und Journalisten. Und ich sage ihnen, stellt euch einfach vor, ihr habt zwei Menschen. Die eine liest jeden Morgen eine Dreiviertelstunde eine Zeitung. Und die andere guckt jeden Morgen eine Dreiviertelstunde Videos, um sich zu informieren. Da ist die Antwort von Studierenden, keiner erträgt jeden Morgen eine Dreiviertelstunde Videos. Videos sind viel zu heftig, viel zu emotional. Und sage ich, genau darum geht es. Wir müssen also das an den klassischen Medien, das Lesen, das Hören, auch wieder schätzen, das Internet ist toll, aber wenn wir uns da drin verlieren, werden wir überemotionalisiert und aggressiv. Das persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung, House of One gefällt mir, weil es die Idee ja ist, dass es einen Ort der Begegnung gibt, wo die einzelne Identität nicht aufgelöst wird, man sich aber begegnen kann. Ich stelle mir das als einen Ort vor, in dem nicht Aufregung herrscht, sondern in dem Gespräch, Begegnung, sich die Augen schauen, miteinander ja auch Ruhe finden, stattfinden kann. Und das ist das, womit wir dagegen ankommen. Sie haben den Begriff Bildung erwähnt. Wenn ich das noch kurz ausführen darf, Bildung stammt direkt aus der Bibel. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, kommt dann über Rambam, Maimonides und Meister Eckhart in die deutsche Sprache. Und es ist spannend, dass schon Maimonides und Meister Eckhart davor warnen vor Leuten, die nur eine formale Bildung haben, also die nur kognitiv gebildet sind, aber nicht gebildet sind im Charakter und im Herzen. Und ich glaube, diesen Bildungsbegriff müssen wir wiederentdecken. Dass es nicht reicht, Titel zu sammeln, Geld zu verdienen, sondern dass Bildung eben etwas, das, was Gott in dir als Potenzial angelegt hat, das zu entfalten und in der Begegnung mit anderen, die anders sind als du, da zu wachsen. Das, so verstehe ich quasi Bildung und das müssen wir wiederentdecken. Das heißt, also ich glaube auch, Bildung kann nicht sein, einfach Informationen ständig auf sich zu nehmen und eine Flut an Informationen, die man ständig in der Tasche trägt, ist noch keine Bildung. Absolut. Und das ist auch noch nicht Wissen, glaube ich. Also Wissen zu Wissen und zu Bildung gehört auch, glaube ich, eine gewisse Erkenntnis. Und diese dazu, man kann das ausweiten, Selbsterkenntnis, aber auch die Erkenntnis Gottes, wenn man ein gläubiger Mensch ist, aber vielmehr auch den Menschen gegenüber, den anderen auch zu erkennen.
Und das geht, glaube ich, auch nur durch, nicht nur allein durch Information, sondern es geht wirklich, das wahre Erkennen des anderen geschieht, das erleben wir auch durch Begegnung an sich, durch sich austauschen und auch mal teilzuhaben in der Glaubenswelt auch des anderen, also nah zu sein und zu spüren, wie empfindet der oder die andere auch seinen Glauben, die Spiritualität des anderen. Das ist, glaube ich, etwas, was den Dialog an sich auch auszeichnet und wichtig ist. Ja, ich glaube, wir sind da sehr verwöhnt. Wir kommen jeden Tag zusammen und haben gelernt, zuzuhören und wieder neugierig aufeinander zu sein. Aber Sie haben es schon angesprochen, spielt Religion eine wesentliche Rolle im Antisemitismus, sowohl in der Ursache als auch zur Bekämpfung? Also ist auf beiden Seiten die Religion vorhanden? Ja, also es ist so, dass ich spreche ja bewusst nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen. Das sind natürlich, wenn jemand sagt, die Juden und die Illuminaten oder die Zionisten und die Illuminaten haben die Welt im Griff und ich dann sage, ja, also hören Sie mal, die Illuminaten, die gab es im 18. Jahrhundert für 10 Jahre und dann sind die verboten worden, und zwar in Bayern verboten worden, und seit 1800 haben wir keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass ich irgendwo auf der Welt noch echte Illuminaten getroffen hätte. Dann lautet die Antwort der Leute, da sehen Sie mal, wie gut die sind. Ja, also das heißt, man kann es nicht mehr widerlegen. Eine Theorie kann ich überprüfen. Ich kann überprüfen, ob VW an Abgasmotoren manipuliert hat. Dafür haben wir Medien, dafür haben wir Justiz, dafür haben wir parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Das kann ich überprüfen. Aber einen antisemitischen, einen rassistischen Mythos kann ich nicht mehr überprüfen. Das heißt, es gibt eben gute und es gibt schlechte Mythen. Und dem müssen wir uns stellen. Ich bin ein Riesenfan zum Beispiel der Noah-Geschichte, die im Judentum eine viel größere Bedeutung hat, als dass es eine Kindergeschichte wäre, die man ab dem Alter von 9 Jahren nicht mehr glaubt. Ich erzähle das überall und die Leute sind ganz überrascht, was das eigentlich in der jüdischen Auslegung bedeutet. Also sozusagen Menschen, gerade auch in Krisensituationen, wollen glauben, aber wir müssen dann unser Gehirn einschalten und auch überlegen, was wir glauben. Und das macht eben einen Unterschied, ob ich an gute Mächte glaube, die die Welt beherrschen und die ich verehren kann, die mich auch mit Vielfalt, mit Krisen umgehen lassen, oder wenn ich glaube, die Welt wird von bösen Mächten beherrscht. Ein Theologe hat mal gesagt, das klingt für ihn so, als ob quasi Antisemiten sich vor den falschen Mächten niederwerfen. Sie behaupten, dass böse Mächte die Welt beherrschen und eigentlich alles kontrollieren. Und in einer gewissen Hinsicht würde ich sagen, ja, da ist einfach, es ist, Antisemitismus ist eine religiöse Krise. Was ich nicht der Auffassung bin, ist, dass Religion die Ursache von Antisemitismus ist. Wir haben Antisemitismus schon in der Antike, da richtet es sich schon gegen die Hebräer und gegen das entstehende Judentum. Dann im Mittelalter, da hat man den Juden vorgeworfen, Gottesmörder zu sein, da war der Vorwurf also Religion. In der frühen Neuzeit, dann wurde das pseudowissenschaftlich, da hieß es, sie verstoßen gegen die Rasse. Ja, zum Beispiel hat man dann auch gesagt, die Roma und Sinti seien von den Juden geholt worden, um die Arier zu durchrassen. Genau das Gleiche, was Antisemiten heute über Muslime erzählen oder über Araber, Afrikaner erzählen, die seien Teil des jüdischen Plans. George Soros holt die nach Deutschland, um uns zu umzufolgen, Bevölkerungsaustausch, sind die gleichen Sachen. Und jetzt im 20. Jahrhundert heißt es dann plötzlich Menschenrechte, also als ob sozusagen Juden und Israelis seien die einzigen, die Menschenrechte verletzen. Das heißt, man nimmt immer den höchsten Wert, der gerade angesagt ist, und wirft dann den vermeintlichen Verschwörern vor, dass sie den verletzen würden. Und das zu durchschauen und die Psychologie dahinter zu durchschauen, das schützt natürlich auch. Dann kann einem klar werden, was da eigentlich gespielt wird. Aber was ist jetzt die Aufgabe der Religion? Wo können jetzt Religionen helfend eingreifen, um dagegen Antisemitismus auch vorzugehen? Ich gebe ein Beispiel, das direkt an Ihre Frage auch anknüpft. Wir haben in Baden-Württemberg einen Antisemiten im Parlament. Der Mann hat ein Werk geschrieben, christlich-europäische Leitkultur, 1800 Seiten, ich musste die lesen, der schuldet mir was. Also 1800 Seiten Verschwörungskram quasi angefangen bei den Kelten bis in die Jetztzeit und dann allem sind die Juden und die Freimaurer schuld. Und wer gegen die Islamisierung vorgehen wolle, der müsse zunächst gegen die Zionisten vorgehen, denn die holen ja die hierher. Also das ist wirklich Rassismus und er könne auch nicht Mitglied einer christlichen Kirche sein, weil die seien in Deutschland allesamt verjudet. Ja, ich habe noch gedacht, christlich, vielleicht kann man da irgendwie was. Aber, und dieser Mann ist ein Arzt aus Bayern.
also nach den meisten Definitionen auch in Baden-Württemberg keinen Migrationshintergrund. Da fehlt überhaupt nicht an Wissen. Der weiß alles über den Holocaust. Der Mann ist hochgebildet. Der Mann hat einen Doktortitel, wie viele übrigens in seiner Partei mit hohen Titeln haben und wie die Mehrheit der Beteiligten an der Wannsee-Konferenz einen Doktortitel hatte. Sondern was fehlt, ist die Herzensbildung, ist die Begegnung, ist eben das den anderen wirklich sehen, Juden, Christen, Muslime nicht als Projektionsfläche für die eigenen Ängste zu verwenden, sondern ihnen zu begegnen. Und das können Religionen leisten. Orte der Begegnung schaffen, Orte des Lernens schaffen, Orte des Hörens schaffen. Sie sind Kantorin. Ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich musikalisch habe ich es nie über die Triangel hinaus geschafft, aber ich vermute, dass quasi die Stille zwischen den Tönen genauso eine Bedeutung hat wie die Töne selber. Das also sozusagen, sonst wäre das wahrscheinlich ein Brei nur aus Tönen. Und ich glaube, das können Religionen eben bieten, also Töne, aber auch die Räume der Stille zwischen den Tönen. Und die Orte der Begegnung? Absolut. House of One ist deswegen für mich ein Ort der Hoffnung, und wenn da Leute dagegen wettern und wieder da Verschwörungen an die Wand malen, dann ist es erst recht ein Argument, daran festzuhalten und das durchzuführen, weil wir solche Orte der Begegnung brauchen. Wir haben in Baden-Württemberg damals zum Beispiel auch überlegt, ein Haus Abraham war eine Überlegung. Also es gab immer wieder Ansätze zu sagen, es muss Orte der Begegnung geben. Und ich fände das toll, in der Hauptstadt eins zu haben. Dafür zahlen wir dann auch gerne in einer Finanzausgabe. Sie waren ja unterwegs. Sie waren damals unterwegs, die drei M's, habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, also Michael, Murat und Meinhard auf jüdischer Seite. Und das war so der erste, und Sie waren unterwegs und haben so die erste Dialogarbeit dort in Baden-Württemberg auch gestartet. Aber gleichzeitig sind Sie auch jemand, der den Dialog tatsächlich auch lebt, ganz intensiv, dadurch, dass Sie auch den Schritt, ich sage mal, auch gewagt haben und die Herausforderung angegangen sind, eine Türkin auch zu heiraten. Und damit damit quasi der These von Samuel Huntington, seine These Clash of Civilizations, quasi gar nicht darauf gehört haben, sondern was war für Sie wichtig, auch diesen Weg zu gehen? Also ich glaube im Grundsatz, und lassen Sie mich anders anfangen, ich komme eigentlich aus einer nicht-religiösen Familie. Meine Eltern sind aus der ehemaligen DDR, Fluchtversuch, mein Vater war in Stasi-Haft, und also eine richtig deutsch-deutsche Geschichte. Und dann kam ich als von der Jungen Union und Jugendgemeinderat in so eine Vermittlerposition. Ich geriet quasi die damals sagte man türkischen Jugendlichen und albanischen, die dachten natürlich, der Michael ist ein Christ, so wie wir denken, dass jeder türkische Herkunft automatisch ein Muslim wäre. Und fragten mich dann, warum wir Bäume in unsere Zimmer stellen an Weihnachten. Und ich weiß noch, dass ich nach Hause gegangen bin und eine Bibel rausgekramt habe und nach Weihnachtsbäumen geblättert habe. Das war eigentlich mein Einstieg in die religiösen Fragen. Und in gewisser Hinsicht habe ich einfach nie wieder aufgehört. Ja, auch nicht nach dem Doktortitel. Es geht einfach immer weiter. Und Serra habe ich auf dem Weg kennengelernt, im Ethikunterricht, weil ich ja eben nicht im Rallye-Unterricht war. Saß sie neben mir und dann habe ich sie gefragt, ich habe auch so ein Buch und so ein Gott und bin in den Dialog eingetreten. Und sie hat mich dann eingeladen, ihre Schwester war dabei, es hatte alles seine Ordnung. Und jetzt sind wir seit über 20 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Der interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein, also wir können das empirisch nachweisen. Und ich meine, ich würde einfach sagen, und ich glaube, das ist von Sarah und mir die gemeinsame Überzeugung, wenn Religion gegen die Liebe steht, dann stimmt was mit der Religion nicht. Liebe sollte der zentrale Wert in Religionen sein. Und über alles andere kann man reden, buchstäblich reden, und das haben wir getan. Und natürlich gab es damals auch die massiven Angriffe. Also von muslimischer Seite hieß es, wie kannst du einen Jiao, einen Ungläubigen, einen Kufr, einen Kufa heiraten. Von deutscher Seite hieß es Rassenschande und so. Also wir haben diesen ganzen Mist am eigenen Leib und diesen ganzen Verschwörungskram ging damals los. Ja, das war noch dort eben erlebt. Aber haben das auch gemeinsam durchgestanden. Damals gab es aber die Ersten, und zwar sowohl auf christlicher wie auf muslimischer Seite, die gesagt haben, lasst uns doch christlich-muslimischen Dialog gegen die Juden machen.
Und das fand ich damals, ich war ein junger Bank-Azubi und ich fand es intuitiv, was soll das denn? Man macht doch nicht Dialog wieder gegen jemanden. Und deswegen sind wir damals, der Mupat und ich, auf die jüdische Gemeinde zugegangen. Und der Vorsitzende meinte, nee, was wir gar nicht wussten, Holocaust-Überlebender, ein wunderbarer, würdiger, älterer Herr, der hat sich so gefreut, dass endlich mal junge Leute zum Dialog stoßen. Der hat uns die Türen und Herzen geöffnet und dann sind wir als die drei M's gemeinsam durch die Lande gezogen. Und insofern kann man tatsächlich im Rückblick sozusagen sagen, dass uns damals der entstehende oder wieder aufkommende Antisemitismus Gott sei Dank dazu gebracht hat, die Begegnung zu suchen. Und das ist, glaube ich, die Antwort und die kann ich nur allen empfehlen, hier den jüdischen Gemeinden zum Beispiel nicht nur Gedenktermine wahrnehmen. Feiert mal Chanukka, feiert mal Purim. Ja? Oder wenn man verstehen will, warum Juden so viele Nobelpreise gewinnen, dann schaut euch mal einfach an, was in der Bar Mitzwa gefeiert wird, nämlich dass das Kind lesen kann. Ja, dass, den Reichtum anderer Kulturen und Religionen kennenzulernen, das nimmt vom eigenen Glauben, der wird gar nicht geringer dadurch, der wird tiefer und offener und sicherer. Ich bin heute glücklicher Christ, nicht obwohl, sondern auch weil ich mit Muslimen und Juden ganz eng glücklich, auch Bahai, auch Nicht-Religiöse, glücklich zusammenlebe. Aber dann haben Sie auch natürlich auch gleichzeitig, also für mich war auch ein einschneidender Moment in meinem Leben insbesondere, ein Moment, der auch mich zerrüttet hat, für die ganze Welt, natürlich der 11. September. Und die Anschläge in New York. Und da ging auf einmal, war das ein Moment natürlich, wo man gemerkt hat, diese Unmenschen, die das getan haben, haben in erster Linie auch uns Muslime angegriffen. Denn es war da der Moment, wo man als Muslim auf einmal, Muslimer, draußen in einem weltoffenen Göttingen, wo ich damals noch Student war, auf einmal ganz anders wahrgenommen wurde und angefeindet wurde teilweise. Also auch eine richtige Diskriminierungserfahrung gemacht, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das war so ein Moment und dann kam damit, und dann kam natürlich noch, ja, und dann hat sich das Ganze gesteigert, eben bis heute, unter anderem Hanau und Halle, irgendwo geht das alles in ein. Also der Hass in unserer Gesellschaft ist jetzt salonfähig geworden und damit auch eine Sprache, die salonfähig geworden ist und die wirklich unsere Gesellschaft vergiftet. Sie haben das, nehme ich an, von innen noch miterlebt. Ja, ich werde es nie vergessen, weil ich meine, das wissen wahrscheinlich die meisten noch, wo sie am 11. September an dem Tag waren. Wir waren gemeinsam, Christen und Muslime, in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Kein Witz, wir haben eine Tagung vorbereitet. Wir saßen zusammen als für eine Sommertagung, die sollte heißen Christen und Muslime gemeinsam Gewalt verhindern. Weil es hatte davor schon kleinere Anschläge gegeben. Und viele waren wir so in der Position, von denen ich gesagt habe, da passiert was und wir wollen uns dem gemeinsam entgegenstellen. Und plötzlich öffnete sich die Tür und einer kam gleich rein und sagte, es ist zu spät, der Weltkrieg hat begonnen. Und wir haben den Fernseher angemacht und dann kamen die Bilder. Und ich weiß noch, davor war das nur so sehr mühsam. Also ich hatte interreligiöse Dialog, christlich-islamischen Dialog. Da haben dann Leute gesagt, ach Herr Blume, in 20 Jahren betet doch kein Mensch mehr. Lassen Sie das doch mit den Religionen weg. Und schon auf dem Rückweg von Bad Boll klingelte das Handy. Das war so ein altes Handy, das meine Kinder gar nicht mehr als Handy erkennen. Klingelte dann. Und so, es waren Journalisten dran, weil plötzlich kippte das. Und jetzt war plötzlich alles Islam, alles Religion und zum Beispiel Diskussionen über die Integration von Italienern oder Russlanddeutschen verschwanden. Jetzt war plötzlich alles, jetzt wurde sozusagen auch Menschen, die seit Jahrzehnten nicht mehr in einer Moschee waren, wurden jetzt plötzlich als Muslime wahrgenommen. Ich will aber trotz allem auch einen Punkt sagen, weil der uns natürlich auch alle als Deutsche betrifft. Es liegt natürlich nahe und es fühlt sich auch so an, wenn wir zum Beispiel sagen, die Nationalsozialisten oder die radikalen Islamisten seien Unmenschen. Aber die wirkliche Tapferkeit gehört dazu zu erkennen, es sind Menschen. Sie sind eben nicht von einem anderen Stern, sie sind keine Dämonen, sondern sie sind Menschen und jeder, der auf solche Hassmythen reinfällt, kann auch so werden. Wir dürfen uns nicht selber als die Opfer sehen. Die AfD klagt, oh, wir sind die Opfer von Hanau. Nein, ihr seid nicht die Opfer von Hanau. Die Opfer von Hanau sind die Menschen, die getötet worden sind. Und die
Opfer vom 11. September sind die Menschen, die getötet worden sind. Das waren Juden, Christen, Muslime, anders und nicht glaubende gemeinsam. Sondern der Unterschied zwischen, ich will sagen, einer semitischen und einer antisemitischen Einstellung ist, übernehme ich Verantwortung, stelle ich mich da rein oder reflektiere ich das von mir weg? Und ich bin also der Auffassung, das ist unsere Aufgabe, dass wir alle, ob das ein Mord an Yitzhak Rabin ist, ob das ein Anschlag aufs World Trade Center ist, ob das ein Anschlag in Hanau, in Halle ist, dass wir der Versuchung widerstehen zu sagen, das waren nur Unmenschen, sondern dass wir stark genug sind zu sagen, leider sind Menschen wie wir und wir müssen uns, unsere Kinder und unser Umfeld vor dieser Art von Hass schützen. Das ist sozusagen, glaube ich, unsere gemeinsame Aufgabe. Aber wovor haben diese Menschen Angst, denn Sie haben das Stichwort Umfolgung schon benutzt, wovor haben genau diese Menschen Angst, denn es betrifft ja immer die, die da als erstes sich erheben und sagen, wir werden umgefolgt, es kommen zu viele Flüchtlinge, mit der Migrationswelle kamen sehr viel von diesen Stichworten zutage. Wovor haben diese Menschen Angst? Denn meistens betrifft es ja keine Menschen, denen es an irgendetwas mangelt. Ja. Also wo sind die Ängste und wie können wir ihnen gerade da begegnen? Also Jonathan Sacks hat es, wie ich finde, sehr gut geschrieben in seinem Buch Not in God's Name und ich habe es deswegen auch aufgegriffen. Er nennt es pathologischer Dualismus. Also die psychologische Funktion ist, ich spalte die Welt, indem ich alles Gute für mich und meine Gruppe beanspruche und alles Böse auf die anderen, auf die vermeintlichen Verschwörer quasi werfe. Ich finde das ganz spannend. Wir hatten jetzt ja Purim, sozusagen das Purimfest. Da haben wir den König Ahasverus, der im letzten Moment zurückschreckt vor dem Genozid, weil er das Buch der Chroniken liest und erfährt, der Mordechai hat ihm sein Leben gerettet, er hat auch Gutes getan. In der anderen Geschichte über den antiken Antisemitismus, im zweiten Buch Mose mit dem Pharao, erfahren wir aber vom Pharao, das ist derjenige, der von Josef nichts wissen wollte. Also der leugnet, dass Juden Gutes getan haben. Antisemiten haben immer ein Problem mit Geschichte, immer, immer, immer. Vogelschiss, erinnerungspolitische Wende und wie sie es auch nennen, weil ihre Welt sich funktioniert nur, wenn sie alles Gute für ihre Gruppe in Anspruch nehmen und alles Schlechte auf die anderen projizieren. Das hat natürlich mit der echten Welt überhaupt nichts zu tun. Die müssen deswegen immer an der Geschichte rumdoktern. Und das ist sozusagen die Funktion. Und wenn man sich da einfach, das beginnt mit YouTube inzwischen, wir wissen es inzwischen, zum Beispiel in der Studie Flat Earther, die Leute, die glauben, dass die ganze Erde flach ist und dass es eine riesige NASA-Verschwörung ist und NASA sei wiederum abgeleitet aus dem Hebräischen, klar, dass die Leute sind über YouTube-Videos da reingekommen. Und das sind dann häufig Leute, denen geht's gut, die haben alles, aber die reden sich dann ein, meine Frau, meine Kinder, mein Haus, das soll mir durch die Flüchtlinge weggenommen werden. Und die Angela Merkel, die wird von den Zionisten gesteuert, der George Soros, der schickt die Leute hin und dann hat man plötzlich Leute, die mitten im Leben stehen und denen es gut geht, die nicht arbeitslos und ungebildet sind oder sonst irgendwelche Klischees, die auch keine Migranten sind oder sein müssen und dann fallen die in diese Welten, in diese Angstwelten. Und das Internet erlaubt halt mit 3 Klicks, sind die dann in Gruppen, die sie bestätigen. Und dann können die sich innerhalb von einem halben Jahr radikalisieren, wofür man früher viele Stammtische gebraucht hätte und viele eingetragene Vereine mit Schriftführern. Das kann man heute alles über Facebook, WhatsApp und Discord von zu Hause aus machen. Ich hab auch erst vor einigen Tagen ein Treffen von anderen Stiftungen auch da erfahren, dass aus erster Hand die Mitarbeiter, die George Soros Stiftung hat ja mittlerweile ihren Hauptsitz hier in Berlin. Beim Ungarn ansässig ist jetzt in Berlin. Genau, die musste aus Ungarn fliehen aufgrund eben solcher Anfeindungen und Verschwörungen etc. Und jetzt sagen die Mitarbeiter tatsächlich, also wie schön und befreiend es ist, dass man morgens zur Kita gehen kann und seine Kinder dort lassen kann, ohne gefragt zu werden überhaupt, für wen arbeitet man. Und, also es ist schon tatsächlich, hat mich das auch so sehr getroffen. Das heißt, diese Art von Verschwörungen, die sind real und die betreffen Menschen real. Die Verschwörungsvorwürfe zerstören Leben. Ich meine, ich war zuständig, als wir am Stuttgarter Flughafen einen Massengrab aus der NS-Zeit gefunden haben.
Und wir haben damals einen würdigen Weg gefunden, damit umzugehen. Und der Oberrabbiner von Israel, Meir Lau, der damalige Holocaust-Überlebender, kam und hat eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wir sind zur alten Freundschaft zurückgekehrt. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, dass es 10 Jahre später den Antisemitismus beauftragen würde, 15 Jahre später war, und dass ich der sogar selber sein soll, ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie schnell dieser Hass wiedergekommen ist. Wir haben in Baden-Württemberg noch 2010 einen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden abgeschlossen. Da kommt das Wort Antisemitismus und Sicherheit, spielt da überhaupt gar keine Rolle, kommt gar nicht vor. 2012 geht es dann so richtig los und inzwischen zum Beispiel sagen mir die Mitglieder der jüdischen Gemeinden, dass viele wollen nicht mehr die Post haben, wo der Davidstern drauf ist, weil der dann der Briefbote und der Nachbar weiß, dass sie Juden sind. Genauso Muslime. Wir haben inzwischen Drohungen gegenüber Moscheen noch und nöcher. Ja, das hat enorm zugenommen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das sind, weil Türken und Kurden miteinander Schwierigkeiten haben und so. Aber letztlich ist es ja egal. Wer bedroht wird, wird bedroht. Und das beeinträchtigt die Menschen. Und ich kann das nur schildern, wie ich es im Irak erlebt habe. Wie gesagt, wieder Massengrab, dort die Jesiden als Opfer, denen wird vorgeworfen, sie seien Teufelsanbeter, sie seien Verbündete der Juden und des Teufels. Und damit wurde wieder ein Genozid gerechtfertigt. Und als wir dann die Menschen dort rausgeholt haben, ich hatte das Sonderkontingent geleitet, da haben wir die Kinder natürlich auch gefragt, wenn ihr in Deutschland seid, was wollt ihr denn machen? Also was ist das, auch um sie zu ermutigen, um sie zu empowern, was versprecht ihr euch von Deutschland? Und die mit Abstand häufigste Antwort war Frühstück und Schule. Also genau das, ja, morgens ohne Angst frühstücken zu dürfen und in eine Schule gehen zu dürfen und keine Angst haben zu müssen, angegriffen zu werden. Wir verstehen überhaupt nicht, wie kostbar das eigentlich ist. Von dem her kann ich diese Erfahrung. Ungarn ist inzwischen ein rassistischer, antisemitischer Staat. Mit europäischen Steuergeldern werden Plakate gedruckt, wo George Soros angeblich den Claude Juncker kontrolliert. Und jetzt haben wir wieder Übergriffe gegen Roma und Sinti. Und die Regierung in Ungarn verliert einen Gerichtsprozess deswegen und verkündet, wir kümmern uns nicht um die Gerichtsurteile, wir machen einfach weiter. Also da noch einmal, wenn man da meint, Antisemitismus betreffe nur Jüdinnen und Juden, der hat überhaupt nicht begriffen, wie gefährlich das ist. Jeder kann diese Angst erleiden. Vielleicht, wenn ich da noch mal nachhaken darf. Sie haben vorhin gesagt, es gibt nicht das Internet. Ja. Genauso wie es auch nicht das Internet gibt, gibt es natürlich auch nicht den Islam oder das Christentum. Aber gleichzeitig haben Sie auch ein Buch geschrieben, nämlich auch Islam in der Krise. Und ich finde es eben natürlich auch als jemand, der seit Jahrzehnten mittlerweile auch im interreligiösen Dialog aktiv ist, bedauerlich, dass auch natürlich gewisse Facetten des Islams auch diesen Antisemitismus irgendwo nähren und am Ende aber stößt dieser wieder zurück mit Hass, den sie dann selber auch am eigenen Leib erfahren. Die Muslime an sich. Also auch nochmal ein Paradox für sich. Aber wenn ich da nochmal fragen darf, es geht auch um diesen politischen Islam. Und wenn der Begriff fällt, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland, in einem Buch haben Sie auch einen Beitrag dazu geleistet. Wenn der politische Islam nicht dazu gehört, wieso, weshalb, warum und welcher Islam gehört dann, kann zu Deutschland gehören und was für eine Verantwortung haben Muslime hier in Deutschland? Also um das klar zu sagen, ich bin ja selber auch Christdemokrat. Muslime, Juden, Humanisten, Bahai, wer auch immer, sollen politisch sein. Aber die Religion sollte nicht der Ort der Politik sein. In keinem Gotteshaus sollten nur Menschen einer Partei oder einer politischen Bewegung willkommen sein. Kein Prediger sollte sich dafür hinstellen und zum Beispiel Kriege rechtfertigen. Das heißt, das ist für mich der Unterschied, wo man quasi sagt, ja, Menschen, Religion soll Menschen ermutigen und stärken, dass sie Verantwortung übernehmen, auch in der Demokratie. Aber wenn die Religion selber, wenn politische Führer an die Stelle von religiösen Führern, wenn das miteinander verschmilzt, dann wird das hochgradig gefährlich. Und das war es im Christentum und ist es zum Teil auch heute noch. Und es ist genauso im Islam. Also ich habe vorher zum Beispiel erwähnt, Ivo Sasek, der nennt seine Gruppe organische Christusgeneration. Und er hat jetzt gerade einen Flyer über Klagemauer TV, sein Internetanbieter veröffentlicht, wo er sagt, der George Soros
hat die, den Coronavirus als Biowaffe entwickelt. Jetzt in diesen Tagen ein christlicher Fundamentalist. Und da muss ich dann auch als Christ sagen, stopp, ja, das geht nicht mehr. Du predigst nicht Liebe, du predigst Hass und Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Und da müssen wir uns abgrenzen. Und beim Islam war das eben so, dass ich im Irak natürlich ganz viel auch damit konfrontiert war, dass mich auch muslimische Freundinnen und Freunde, die gewusst haben, dass ich eine muslimische Frau habe, dass ich Wissenschaftlerin bin, haben gesagt, Michael, ja, wenn du sagst, es ist keine Verschwörung, dass hier alles in Schutt und Asche gesunken ist. Bagdad hatte mal die größte Bibliothek der Welt, Damaskus, das waren doch mal blühende Metropolen, dann sag uns doch, was ist schiefgelaufen. Ja, dann gib uns doch mal eine Antwort. Und das hat mich dazu bewogen, eben danach zu schauen. Und die Kurzfassung, ich kann sozusagen, jetzt will ja nicht gleich zwei Bücher in einem Vortrag zusammenfassen, das glaube ich, dann schaltet jeder ab. Aber die Kurzfassung ist eben, in der islamischen Welt ist eben 1485 der Buchdruck in arabischen Lettern nicht eingeführt worden. Und im 11., 12., 13. Jahrhundert war die islamische Welt noch durchaus gleichwertig oder sogar weiterentwickelt als die europäische Welt. Und dann bleibt sie stehen. Es gibt keine Reformation, es gibt keinen 30-jährigen Krieg, der ist jetzt. Es gibt kein Täuferreich von Münster, der islamische Staat ist jetzt. Aber um 1800 können 50% der Menschen in den deutschsprachigen, englischsprachigen Ländern lesen und schreiben. In Portugal, das halt rückständig gilt, sind es 20% und im Osmanischen Reich sind es 2%. Und das ist übrigens auch der Grund, warum der Kemal Atatürk später dann das Alphabet geändert hat und gesagt hat, wir nehmen nicht mehr die arabischen Lettern, in denen auch Osmanisch geschrieben wurde, sondern wir nehmen jetzt die lateinischen Lettern. Das hat nichts mit Verschwörung und Dönne, heimliche Jude zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, dass er diesen enormen Bildungsabstand schließen wollte. Meine Schwiegereltern waren die erste Generation in ihrem Dorf, die auf eine Schule gehen durfte. Und das sind quasi die Dinge. Wenn wir das verstehen, dann können wir auch verstehen, warum der Islam in der Krise ist und warum man auch was dagegen tun kann. Und ich will nur ein Beispiel noch erwähnen, weil wir von Facebook und so weiter gesprochen haben. Schauen wir uns die sogenannten Salafisten an, die sagen, sie vertreten einen Ur-Islam. Ein Salafist um 1900 hätte die Krise gekriegt, wäre sauer oder ohnmächtig geworden, wenn man gesagt hätte, mach mal Fotos. Jetzt schaut euch doch mal diesen Piafore und Co. an. Die werden doch depressiv, wenn sie zwei Tage nicht auf Facebook drauf sind. Die machen Fotos. Der islamische Staat hat eine ganze Propagandaabteilung, die nur Fotos produziert haben. Diese Leute nutzen den Islam, legen ihn sich so zurecht, wie sie ihn brauchen können und machen letztlich eine Mischung, wie wir das auch in christlichen anderen Traditionen kennen, wo sie das, was ihnen nützt, verwenden, zusammenpacken und am Endeffekt ist das gelebter Antisemitismus und Verschwörungsglaube und hat nichts mit einer positiven, spirituellen, religiösen Tradition zu tun. Wir machen uns natürlich auch ein bisschen Gedanken über die Zukunft, sehen aber gleichzeitig, besonders hier in Berlin kann man das sehr gut beobachten, aber sicherlich auch über Deutschland verteilt, eine neue Allianzenbildung, dass sowohl in gesellschaftlichen Initiativen, aber auch übergreifend in sehr vielen die christlich-jüdische Zusammenarbeit hat schon eine längere Tradition, dass es aber auch inzwischen sehr viele muslimisch-jüdische Allianzen gibt. Geht das so weiter? Kann man auch sehen, dass das zum Erfolg führt? Ja. Also wir haben beides. Wir haben auf der einen Seite Allianzen derer, dann sind plötzlich NPD, demonstriert dann plötzlich für Ahmadinejad und für den Iran und so, ja, also sowas. Es gibt quasi die Allianzen des Hasses, es gibt aber ebenso die Allianzen der Liebe. Und das ist eigentlich meine Hoffnung. Ich meine, ich muss auch mal sagen, wenn ich in Baden-Württemberg unterwegs bin und Veranstaltungen habe und ich mache wirklich viele, dann sind die Seele immer voll. Ganz viele Menschen machen sich Gedanken, was da los ist und ganz viele wollen diesen alten Hass auch nicht wieder haben. Bei uns in Baden-Württemberg sind die Daten, die wir haben, bisher auch nicht so, dass die Zahl der Antisemiten zunehmen würde, das kann auch passieren. Aber die Leute, die antisemitisch und rassistisch tendieren, die radikalisieren sich im Netz. Also ich würde immer noch sagen, die Mehrheit der Menschen in unserer Demokratie ist vernünftig. Der Hass geht von Minderheiten aus, aber eben von lauten Minderheiten. Von Minderheiten, die die sozialen Medien missbrauchen, die sogenannten sozialen Medien. Die auf Twitter sind, die auf Facebook sind, auf Discord sind. Aber die sind nicht die Mehrheit. Und meine Hoffnung ist eben, dass die Mehrheiten Allianzen bilden. Und ich finde das Bild, das wir gewonnen haben, sehr schön, dass wir dafür eintreten, dass wir auch in Zukunft eine Gesellschaft sind, in der Menschen ohne Angst ihre Kinder in Schule und Kindergarten bringen können. Das finde ich wäre eine sehr einfache und schön. Wir werden jetzt wahrscheinlich Schulschließungen haben. Ja?
das ist auch nochmal eine Chance, darüber nachzudenken, wie kostbar das eigentlich ist. Die Menschen im Irak haben davon geträumt. Ich sage das jetzt mal einfach. Ich möchte mit Juden, Muslimen, Christen, anders nicht glauben, zusammen für eine Gesellschaft eintreten, in der Menschen wieder ohne Angst ihre Kinder in Kita und Schule bringen können. Das ist sozusagen, wo ich glaube, das verstehen die meisten Leute, dass wir durch diesen Hass alle verlieren. Und der Attentäter von Halle, als er nicht in die Synagoge eindringen konnte, hat er wild fremde Passanten erschossen. Menschen, die gar nichts mit der Synagoge zu tun hatten. Es muss doch jedem klar sein, wer diesen Hass füttert, der verlieren wir am Ende alle. Und ich glaube, den meisten Menschen ist das auch klar. Sogar im Bundestagsabgeordneten, da den Religionsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Prübel, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Fehlt es uns denn insgesamt an Zivilcourage? Heute hätte eigentlich noch Raymond Moon hier sein sollen, ein Journalist von Katara und vom Deutschlandfunk. Und er hatte zum Beispiel auch beschrieben, dass ihm das oft fehlt, wenn er im Supermarkt an der Kasse ist, wenn er bemerkt, dass Leute rassistisch angegangen werden, dass Unfall passiert, dass einfach die Leute schweigen, weil sie schnell zu Hause sein wollen, schnell durch die Kasse sein wollen, dass es uns doch noch an der Zivilcourage fehlt und an der Sensibilität, dort einzuspringen. Ist das so, gerade jetzt, wo wir feststellen, doch, es kommen ja auch Leute zusammen, wir haben eigentlich aus der Geschichte noch gelernt, aber da fehlt es noch? Ja, ich meine, man sieht es ja auch, was bedeutet das eigentlich, dass wir staatliche Beauftragte gegen Antisemitismus brauchen? Das bedeutet auf der einen Seite, und ich hoffe, ich werde noch erleben, dass wir dieses Amt wieder abschaffen können. Also ich würde gerne noch eine Weile leben, aber das Amt könnte meinetwegen dann auch ruhig auch mal wieder enden, wenn wir das vielleicht in ein paar Jahren wieder so hinbekommen haben, dass es das nicht mehr braucht. Aber es bedeutet eben auch, dass die Erwartung der Leute, der vieler Menschen ist, der Staat soll sich kümmern. Ja, also der Staat soll für Sicherheit sorgen, der soll für Frieden sorgen, der soll, und wenn sich jemand daneben benimmt, dann soll es die Polizei und der Verfassungsschutz machen und so weiter. Und ich habe schon die Auffassung, das stimmt, ja, und ich engagiere mich ja auch im staatlichen Amt und in der Wissenschaft und so, aber was nicht funktionieren wird, ist, wenn wir das nur den Staat lassen. Wir brauchen eine lebendige Zivilgesellschaft, wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen in ihrem Umfeld. Und da würde ich eben tatsächlich sagen, das ist eine der Ressourcen, die Religionen haben. Eben zu sagen, du bist auch Staatsbürgerin, Staatsbürger, aber dich sieht jemand, dich liebt jemand, von dir erwartet jemand etwas. Und dann ist eine Krise, ob das ein Coronavirus ist oder ob das ein Antisemitismus und Rassismus ist, auch eine Prüfung. Ob Gott sieht, ob du wegschaust oder ob du bereit bist, für deinen Nächsten einzustehen. Und das kann doch auch eine Ressource sein. Und natürlich, ich kann das aus eigener Erfahrung wirklich dann sagen, also da muss ja nicht jeder gleich in den Irak fliegen und Menschen da rausholen aus dem Kriegsgebiet und so, aber ich will auch mal einfach positiv sagen, ich habe 12 Freiwillige gebraucht, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren. Da unten, wir waren ja direkt an der Front. Und ich habe nur 14 Leute fragen müssen. Wenn man auf die Leute zugeht und ihnen sagt, ich brauche dich mit deinen Fähigkeiten und es wird gefährlich und wir sind ein Jahr da unten und du sprichst die Leute einzeln an. Ich durfte ja keine öffentliche Ausschreibung machen, das war ja alles unter Geheimhaltung. Nur bei 2 haben abgesagt, aus Gründen, die ich nachvollziehen konnte, Familie und dann war das Team zusammen. Also es gibt auch sehr viel Gutes da draußen, wir müssen es nur wecken. Das ist ein sehr würdiges Abschlusswort, aber wir sind hier im House of One, weil wir genau das machen wollen, aber wir sind auch hier, weil wir in der Öffentlichkeit stehen und Sie sind extra zu uns gekommen, was ich Ihnen auch sehr danke und deshalb möchte ich Ihnen auch hier die Möglichkeit geben, wer jetzt noch eine Frage hat, sowohl an uns im House of One als auch an Herrn Blume, hat hier die Möglichkeit, sie direkt zu stellen. Vielleicht können Sie sonst noch uns sagen, was können wir noch, wir wollen natürlich eben auch von Ihrem Fachwissen profitieren. Denn wir haben in kurzem Grundsteinlegung im April mit dem House of One, was können wir noch vorantreiben, eben im religiösen Sinne, aber eben gerade hier.
hier auf dem House of One durch unsere Möglichkeit, hier mit drei Religionen zusammenkommen, aber eben auch die anderen einladen wollen, hier auch gerade die, was in Berlin die Mehrheit ist, die säkulare Gesellschaft. Wie kann man das noch angehen? Werden die säkularen Mitbürger vernachlässigt? Ja, also genau, da gibt es natürlich große Unterschiede, das habe ich auch gemerkt. Also in Meißen hatte ich ein anderes Publikum als in Ravensburg. Ja? Das ist sozusagen, das ist natürlich auch, was die religiöse Prägung angeht und so. Trotzdem ist meine Bitte an Sie, an euch, den Noah und vor allem den Shem wieder zu entdecken. Weil Antisemitismus, da steckt der Sem drin, Shem in der Bibel, übrigens auch im Koran, also auch dort eine der Söhne von Noah. Und immer noch glauben ganz viele Menschen, das begegne ich täglich, Semiten wären eine Rasse aus Juden und Arabern. Und das, die hätten Krieg miteinander und deswegen sei auf der Welt alles so schlimm. Und wenn ich dann sage, das ist völliger Quatsch, Shem in der jüdischen Tradition hat eine ganz andere Funktion. Er ist der Sohn von Noah, der das Lehrhaus gegründet hat, der in Alphabetschrift gelehrt hat. Mit ihm beginnt die Alphabetschrift. Alphabet aus Aleph-Bet, genau die ersten beiden Buchstaben des hebräischen Alphabets im Arabischen. Das Aleph-Bet. Aleph-Bet, ja. Also wir haben es quasi in den Schriften drin. All unsere heiligen Schriften basieren auf Alphabetschriften, weil sie leicht zu lernen sind, mit maximal 30 Buchstaben. Das war die Revolution gegenüber den älteren Schriftsystemen, die Keilschriften, die Hieroglyphen, die chinesischen Schriften. Jetzt entsteht das Ideal allgemeiner Bildung. Ich mache das in Baden-Württemberg, funktioniert das noch sehr stark, wenn ich da sage, hier, der Jesus mit 12 Jahren, ja, dass der im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutieren konnte, war jüdisch, weil auch der Sohn eines Zimmermanns hat selbstverständlich lesen und schreiben gelernt. Und in der Bar Mitzwa wird bis heute gefeiert, wenn das Kind lesen und schreiben kann. Hebräisch lesen und schreiben kann, dann regnet es Bonbons. Die ganze Gemeinde jubelt. Wenn man das mal miterlebt hat, dann versteht man, was Semitismus ist. Wir vertreten abrahamitische, semitische Religionen. Die basieren nicht auf Rasse oder auf Blut, sondern die basieren auf Bildung, auf Schriftbildung. Dass Kinder lesen und schreiben lernen, dass jeder Mensch geschaffen ist nach Gottes Ebenbild oder Geschöpf Gottes ist, dass wir Potenziale in uns haben, dass unsere heiligen Schriften für jeden offen stehen, kein Geheimnissen sind, dass wir keine Kasten haben und den niederen Kasten verbieten oder den Frauen verbieten, die Schrift zu lernen. Das macht das Semitische aus. Dass wir lineare Kalender haben, die in die Zukunft schauen. Am Ende wird es gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das sozusagen sind die Sachen, die wir gerade in der Noah-Geschichte ganz stark ausformuliert haben. Noachidischer Bund, Regenbogen, gar keine Zeit mehr, das alles zu erzählen. Ich würde euch bitten, dass ihr das nach Berlin rein erzählt. Antisemitismus, wo kommt das her? Wer ist dieser Sem? Ich mache die Erfahrung, wenn die Leute das einmal verstanden haben, dann macht es Klick. Das ist auch für mich immer wieder ein Erkenntnis, wenn man natürlich auch tagtäglich mit einer Jüdin oder mit Juden gemeinsam arbeitet, dann liest man auch seine eigene Schrift und man mit anderen Augen. Man erkennt tatsächlich, wie viel auch jüdische Traditionen, wie viel jüdische Geschichten und Personen auch im Koran vorkommen, sei es Moses, der zigmal namentlich öfter sogar erwähnt wird als Mohammed selbst, Jesus genauso, Noah, die Noah-Geschichte spielt eine große Rolle auch im Koran, oder Abraham, und alles basiert auch auf der jüdischen Tradition. Wenn man das aus dem Koran nehmen würde, dann würde er zusammenbrechen. Also ich gebe ein ganz konkretes Beispiel einfach, weil das auch wieder direkt damit zu tun hat. Viele Christen fragen sich, warum der immer sagt, ich bin zu den Kindern Israels geschickt. Und so den Eindruck erweckt, als wären ihnen die anderen erstmal egal. Es ist erstmal irritierend. Und dann wiederum treffe ich auf das Vorurteil, dass Leute sagen, ja, du, die Juden, die missionieren ja nicht mal, die wollen das Paradies für sich. Ja? Also die sind so arrogant, die wollen da gar keine anderen mit drin haben. Wenn man ihnen dann erklärt, dass genau nach jüdischer Tradition, wir alle Kinder Noahs sind und es gar kein Zwang besteht, alle Menschen zu einer Religion zu bekehren, sondern dass der Noah-Bund für alle Menschen da ist,
dann verstehe ich auf der einen Seite besser, dass man zum Judentum beitreten kann, aber nicht muss, dass Juden Jüdinnen nicht missionieren. Ich verstehe aber auch den Jesus besser, der eben tatsächlich überhaupt gar kein, der gesagt hat, ich habe meine Mission hier, meinen Auftrag hier, und der selber überrascht war, dass der Auftrag darüber hinausgegangen ist. Maimonides wird später sagen, dass Jesus und Mohammed auf die Welt geschickt worden sind, um diesen Bund, um die ganze Welt quasi zu tragen. Das heißt, also ich kann das wirklich bestätigen, wenn man die anderen Traditionen versteht, versteht man auch seine eigene sehr viel besser und tiefer. Und natürlich ist das Judentum die Religion, die Grundlage, zum Beispiel die Pilgerfahrt, sozusagen wird im Koran angedeutet, aber die ganze Geschichte findet sich ausformuliert in der Bibel. Also wir brauchen einander, um uns wirklich zu verstehen. Und deswegen ist ein Dialog auch immer eine Reise ins Herz des eigenen Glaubens. Das kann ich zu 100% unterschreiben, denn das ist das, was wir täglich an Erfahrungen machen, dass wenn wir uns austauschen, dass wir besonders die Tradition des anderen kennenlernen, auch unsere eigene Geschichte wiedererkennen. Gerade im Arabischen und Hebräischen kann ich immer ganz viele Ähnlichkeiten feststellen und dann auch überrascht sind, wie sich die Traditionen wieder aufgespalten haben. Also wir werden auf jeden Fall dranbleiben und unser Wissen weitergeben. Und Ihnen kann ich nur empfehlen, warum uns der Antisemitismus alle bedroht, von Dr. Blume noch einmal zu lesen, wer weitere Fragen hat. Ansonsten würde ich mich sehr gerne bei Ihnen bedanken, dass Sie hier heute gekommen sind. Und wir sind noch bestimmt einige Minuten für einige Fragen von Ihnen da. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.